Was anderorts schon lange Tradition hat, feierte im Jahr 2019 in Leoben Premiere. Die Stadt lud zum Neujahrsempfang in den Kongress. Wir folgen der Tradition aller unserer bedeutenden Nachbarstädte. Es ist auch richtig, dass man die Verantwortungsträger und die Meinungsbildner einer Gemeinde einmal zusammenbringt, sie untereinander bekannt macht, das Netzwerk sozusagen auch sichtbar macht und dass man sozusagen Informationen gibt und Informationen erhält. Die zahlreiche Gästeschar ist der Einladung des Stadtoberhaupts gerne gefolgt und hatte bestimmt jede Menge an Informationen mit dabei. Etwas ganz Besonderes hatte Michael Schickhofer im Gepäck. Nach sehr langer Zeit hat man in Leoben einen Formalfehler rund um das Stadtwappen entdeckt. Ja, Leoben führt dieses Wappen ja schon seit 721 Jahren, aber sowohl die Ritter wie auch die Kaiser und Landesfürsten haben es nie verliehen. Und darum ist es eine besondere Ehre für mich heute, nach 721 Jahren der Stadt Leoben formal auch ihr neues Stadtwappen verleihen zu dürfen. Bereits seit dem 13. Jahrhundert ist der Vogel Strauß als Wappentier und damit Symbol der Stadt Leoben bekannt. Da war man der Meinung, dass der Vogel Strauß Eisen fressen und verdauen kann. Und die Eisenstadt oder Eisenhandelsstadt Leoben hat sich deshalb den Vogel Strauß zum Wappen genommen. Dem aus Leoben in aller Herren Länder verkauften Roheisen wurde der Vogel Strauß sogar als Qualitätszeichen und Marke aufgeschlagen. Die Stadt Leoben hat mittlerweile ihren Erfolg, aber nicht mehr alleine dem Eisen zu verdanken. Bürgermeister Wallner präsentierte im Rahmen des Neujahrsempfangs Projekte des abgelaufenen Jahres sowie die Vorhaben 2019, die Leoben weiterhin gut und erfolgreich in die Zukunft bringen sollen.